Hallo und herzlich willkommen wieder mal am Flughafen Frankfurt. Wieder mal mit Flughafenfrühstück. Und wie kann ich mir so ein elegantes Frühstück diesmal leisten? Nicht selbstgemachte Waffeln und so ein Becher aus der Kaffeemaschine. Nein, diesmal einen schönen Dank an meine Patrons nach draußen. Denn ja, ihr habt diesen Trip teilweise möglich gemacht. Ich bin von der GameStar eingeladen worden. Das heißt, den Flug bezahlt die GameStar für mich. Aber ich habe gesagt, ich bleibe 2 Tage, damit ich mit GameTube noch eine Runde spielen kann. Und da danke ich einmal bei den Patreons, die dieses Stretch Goal sozusagen möglich gemacht haben. Ich habe ja gesagt, ihr helft mir, das Zugticket zu bezahlen. Das heißt, es steht noch eine weitere Reise nach München aus. Aber diesmal, Trip 4, geht es wieder zur GameStar. Es gibt ein Weihnachtsspecial und dazu gleich mehr, wenn ich in München gelandet bin. Jetzt erstmal. Servus und hallo aus München, Teil 4. Ich bin auf dem Weg, was wir gleich machen. Ich werde mich ein bisschen im Deutschen Museum umschauen. Ich werde Tierpark Hellerbrunn hinter mir. Nee, Quatsch. Ich spiele mit ein paar anderen Verrückten wieder eine Runde am Tisch mitwürfeln. Und die Verrückten, wie könnte es anders sein, sind der Gangster Redaktion. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg dahin. Es wird also wieder ein Hinter den Würfeln in München, wie so oft. Ich muss so schauen, wo er raus muss. Das schaut gut aus. Ihr seht, der Flughafen, dann der Weg zum Verlagsgebäude, dann ein paar Deppen, die was würfeln, gell? Dann die Katzen von Michi seit neuestem immer dabei, dann am Tag drauf ein paar Deppen, die was würfeln und dann wieder am Flughafen und zum Schluss ein Gewinnspiel. Gewinnspiel? Ja, das gibt's auch. Hab mir was ausgedacht. Finde ich ganz cool. Ich hoffe, ihr auch. Ja, was steht an? Die GameStar, die will eine Runde weihnachtliches Cyberpunk. Also mache ich eine Runde Shadowrun. Mal gucken, ob ich Weihnachten da irgendwo noch reinquetsche. Und die GameTuben featuring Marco Rich werden morgen in eine Murder-Mystery-Sache verstrickt. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich drauf. Schauen wir mal. Mein Name ist Cold Turkey, aber meine Freunde nennen mich Heisenberg. Ich spiele diesmal Maria Bratburing. Ich spiele den Vivi Gibbs ihm. Ich bin ein ziemlich tumber Ork. Jetzt schenkt die Kamera. Warte! Ja, genau. Ja. So bleiben wir jetzt. So, zum Gewinnspiel. Das ist Harrison McReynolds. Das ist Harrison McReynolds. Warte, ich mal so irgendwie machen. Ja, so ähnlich. Ja, das ist es. Damit jetzt niemand denkt, dass du meine total geile Unterschrift gefälscht hättest. Was ich könnte. Wo soll ich denn? Wo soll ich ungefähr? Wo es passt. Naja, mach ruhig da, wo viel frei ist. Ja, genau. Da kommt sonst nichts drauf. Und so wird die ganze Crew zusammengetragen. Und merci vielmals. Das könnt ihr gewinnen.
Diesmal habe ich gar nicht reingehalten, aber ihr seht das Massaker, was übrig geblieben ist, was vom Tage übrig blieb. Zweite Runde geschafft, immer noch hier im Studio. Und ja, Murder Mystery Dinner. Man sieht alle noch sehr schick. Ja, wir können auch sagen, wir besser weiter. Ja, dass man das aber auch schon zeigen möchte, ja, nee, ach, das, ich glaube, das wissen nicht so viele. Ja. Das machen wir jetzt noch, ein Recap machen wir jetzt noch. Ja. Ja, ist der Adrian da hinten. Er hat uns dankenswerterweise an einem Samstag die Regie gehauen. Wieder mal sehr cool. Hat's dir gefallen? Mir? Ja. 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 Vergleich zu gestern? Die Schwierigkeit ist ja, wir haben ja, ich weiß nicht, wie weit das schon rüberkommt, also wir haben ja halt leider das Abenteuer, was wir mit der GameStar haben, nur angefangen. Und es ist schon schön gewesen, jetzt auch mal sowas Dramaturgisches zu Ende zu bringen und so. Nee, hat Spaß gemacht. Bin vor allem, es war eine große Überraschung für uns alle, dass es eben auf diesem Luftschiff stattfinden würde. Wusste ich ja vorher ja, nicht. Wenn er noch so extra geheimnisvoll ist, getan. Ja. Was haben wir als Hintergrund? Soll ich London nehmen? So. Was soll ich denn als Hintergrund nehmen? Ja, verrate ich nicht. Ja, aber ja, dann kam der Straße Tower Bridge. Ich sag Tower Bridge. Straße. Ja. Ja, da waren wir nicht. Aber es hätte von dem Gentleman's Club am ja, Anfang, wenn man das, rausguckt, das hätte es so aussehen können. Hales Bar, genau, gegenüber, das stimmt. Nee, war cool. Ich habe meinen Charakter völlig falsch gespielt, aber das... Bis zum Schluss, da ja, kam dann plötzlich die ja, Mut. Ich hätte auf meinem Charakterbogen sowas draufgeschrieben, wie dass ich so streitsüchtig bin und so. Und dann habe ich aber die ganze Zeit den Charakter eher wie so einen gewieften Geschäftsmann gespielt, der dauernd versucht hat, andere Leute zum Streiten zu bringen, um selber halt abzukassieren. Und am Schluss kam dann Wut. Ach ja, stimmt, Wut. Oh, ich bin so wütend. Das hier ist übrigens Daniel, kann man auch schon mal spoilern. Da hat er sich ein Bild noch rausgesucht, wo er 27 war, ist auch ganz nett. Ja. O-Ton von ihm, ja. Das ist der Marco, der hat auch mitgespielt, wieder einmal. Ja, der lacht er. Ja. Das kommt so nah, warte, zum Glück kommt Hose an. Ja. Achso, das sehen die Leute dann in dem Ding ja schon, was dein Schal eigentlich ist. Das ist so ein... Falls man sich fragt, wer der Mörder ist bei Murder Mystery. Der mit dem Leidergesichtsmaske. Das kommt auch zum Einsatz. Aber deine Tasse ist nochmal viel schöner. Ja, die ist tatsächlich sehr, sehr passend. So, so. So, so. Indeed. Splendid. Marvelous. Es war wieder was, wo ich so dachte, das kann nicht wahr sein, dass solche Geschichten hier an so einem Tisch stattfinden und nicht irgendwie mal als Film irgendwo sind. Also sowas hätte ich total gerne, gerade weil es auf so einem beschränkten Platz ist, so gerne so als Kammerspielfilm erlebt. Also in meiner Vorstellung sah das halt alles mega cool aus und auch diese Möglichkeit, das alles beeinflussen zu können, das ist ja immer beim Pen and Paper das. Mhm. Und ich beneide halt, oder ich bin mitleidet die Leute, die halt nicht diese Fantasie mhm, haben, bei denen das nicht so geil aussehen wie immer. Ja, also das war diese Kombination eben aus diesen historischen Figuren aus der Zeit, dann die Fantasy-Figuren aus der Zeit, die man halt so kennt. Und aber auch jetzt nicht so das ganz Typische, sondern eben auch so Sachen reinzunehmen wie Peter Pan, was ja auch aus der Zeit kommt, ein bisschen so gut. Wie also gut ich mochte das Ende sehr, wir hatten ja vorhin das Gespräch, bevor die Kamera lief, dass ich wirklich gedacht habe, okay, wenn jetzt nach dem Satz nicht Schluss ist, dann machst du was verkehrt. Dann hast du zum Glück gesagt, okay, jetzt ist die Geschichte zu Ende. Das wäre so, ja, okay. Wahnsinn. Also du hast dir dieses Szenario insgesamt gewünscht und dann auch so, es wäre ganz cool, wenn einer von denen, die hier mitspielen, noch der Täter ist, aber du willst es nicht sein. Und da dachte ich schon, hat er mir absichtlich erzählt, dass du es nicht sein willst? Warum, dass du es sein willst? Mein. Habe ich dir das gesagt? Ich weiß nein, nicht. Du hast nur gesagt, wenn ich es bin, will ich es nicht wissen. Achso, ja. Ja, Martin, ja. Schön, dass du wieder dabei warst. Martin konnte leider heute nicht. Ja. Heute ist sein Namenstag, ne? St. Martin. Ja. Der muss gerade mit einem Mantel durch die Kassen reiten, ihren Kinder noch. Wie kreativ ihr seid. Ihr habt gar nicht nach Jahren ersetzt. Ja, oh, darf ich kurz mal darüber filmen? Alter, Falter. Ich nenne es immer Challenge Accepted. You're not yelping. Mann, 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 Wahnsinn. Das kommt weg. Ja, Mahlzeit. So, das war mein kleiner Ausflug erneut nach München. Ich sitze hier noch mit dem Michi im Let's Playotron und wir sind gezwungen, ein bisschen leise zu sein, weil nebenan wichtige Dinge passieren. Deshalb haben wir uns hier ins Spielzimmer zurückgezogen und machen jetzt
Wir machen einen Vater-Sohn-Sonntag. Was machen wir denn, Papa? Ich und der kleine Benny, wir bauen jetzt, ich habe hier so einen Geburtstag noch, einen von diesen Freunden so einen Batmobil-Blechfaltsatz irgendwie bekommen und möglicherweise schneiden wir uns daran, dass die Pulsadern auf. We're about to find out.